Hi, Friends, willkommen zu Diablo 3. Jetzt im überfluteten Tempel. Sofort. Ja, alle Mike, reinstürzen. Mike kann es kaum erwarten. Jo, ich bin schon gespannt, wie überflutet der aussieht. Alter. Mindestens. Tippe auf Wasser. Geht ja da noch. Sieht man doch schon was. Ah, dumm, ich habe ja jetzt so eine andere krasse Scheiße hier aktiviert. Ist ja Arkan? Nein. Du Spaß. So, Bewegungsgeschwindigkeit erhöht, das ist schön, da kommen wir schneller durch den Tempel durch. Alter, geil. So, jetzt machen wir hey, das mal rum. Hey, der spricht mit uns gleichzeitig und Cam stirbt. Und stirbt. Eckzeck, Eckzeck. Eckzeck, der Boss ja sieht. Ist denn das für krasser Scheiß? Dein Bruder ist ja auch noch da. Das sind die anderen Champions der Nephalem, die uns ja prüfen, ob wir würdig sind in diesem Tempel. Genau. So quasi, indem wir sie verprügeln. Ja. Okay, verprügelt. Mein Bruder Karel ist immer. Johannes, ich kann mich auch Bruder in deine Karel. Wirbelstürme drehen. Hä? Naja, ich kann jetzt, ich hab so einen Wirbelwindangriff sozusagen. Achso. Sehr gut. Okay, und Alaric ist jetzt von draußen reingekommen. Dem müssen wir jetzt erzählen, dass alles gut ist. Alaric! Geil, wegdrücken! Yeah! Bumm! Ich hier sieht man auch schön, dass der Tempel wirklich überflutet ist. Sag doch einfach, was er gesagt hat, Daniel. Naja, der hat uns toll gesagt, dass wir stark genug waren, seine Brüder zu besiegen und jetzt hier durch dürfen. Nichts. Möchtest du Magda auch unterbrechen? Nein, da möchte ich ihn hier unterbrechen. Ah, hier ist überall Wasser, ich sehe schon. Magda. Ja, wir haben Adrias Tochter mitgebracht. Die sieht aus wie Uhafnir. Was für ein Ding? Ich hab nur Uhafnir. Ja, ich bin Diablo, kein Pokémon. 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 So, da haben wir die Schergen schon wieder platt gemacht. Schergen des Unglücks. Teufels. Ja. Los, Lea, mach was. Ah, nochmal mit Glück. Yeah! Stufe 22. Fett, alter Krank. Sehr schön. Heilige Einkehr. Und? Ein schlechten Gürtel. Neue Rune für Stromschlag. Kettenblitz. Noch mehr Kettenblitze. Na, ich hab doch den. So, jetzt hast du generell Kettenblitz als Zauber, ne? Geil, ich hab jetzt einen Verbündeten. Ja. Der kommt jetzt immer mit mir mit. So ein Ghost-Monk. Ja, ein Wassergeist-Mönch. So, wir müssen zurück. Wir hin. Na, ist Tristram. Wir können uns doch hier. Achso, da können wir uns ja beamen. Genau. Was alle für mächtige, angespannte Muskelaktionen machen, wenn sie sich beamen. Jo. So, da oben müssen wir mit dem Fremden. Der Fremde. Wo? Oh, ach hier. Das muss Johannes machen. Der Fremde ist ganz schön fremd. Naja, Johannes macht das schön. Ach so, ich wollte gerade mal gucken, was hier mein Kettenblitz ist. Nee. find's auch nicht tatsächlich. Siehst du, ich habe so eine Art Tank-Move, Daniel, die nämlich Schmerzen unterdrücken. Mhm. Aber es hilft nur 5 Sekunden lang. Wo ist denn mein Kettenblitz? Was ich glaub, ist das? Das ist eine Rune für Stromstoß. Oder so haben sie doch gesagt. Ach, was weiß ich. Kann sein. Kannst du auch, dann. Drück mal Steuerkreuz nach oben, dann siehst du, was du zuletzt bekommen hast. Also Diesel. Gleich, wenn der Dialog vorbei ist. Dedel. ein Leuchten, das auf das Fischerdorf zuraste. Wie das witzig bedeutet, er sich mit mir mitdreht. Naja, er will quasi deine Aufmerksamkeit. Ist ja unhöflich, einem nicht in die Augen zu schauen, während man mit ihm spricht. Kane, geht das mal in seine Hütte zurück? Nein. Ach so. Johannes, wenn du Steuerkreuz oben drückst, dann siehst du, was du zuletzt erhalten hast. Dann müsste auch da stehen irgendwo. Eine Hose. Stimmt, cool. Die kannst du öfter machen. Stimmt, das Steuerkreuz oben ganz viel. A für Stromschlag. Ja. A für Stromschlag. Hört sich so an. Aha. Wohin? Wir müssen zum Fährmann. Jetzt müssen wir erstmal zum Fährmann, genau. Und geil. Der uns dann zum Nach Dorf bringt.
Los. Dort werden wir quasi die Story ja weiterführen. Ich glaube, die jetzt sind hinterher, Roman. Das ist korrekt. Wir laufen einfach hier runter und hier unten ist oben dann ist ja halt noch Fährmann. Ein Händler. Das ist schön, wenn ihr lauft, ja, während genau ich im Inventar richtig bin. Cool. Macht doch nichts, hier gibt's, passiert doch eh nichts. Hier gibt es voll viele verschiedene Händler, wo soll man sich das alles merken? Ja. Ey, hier ist noch ein Keller der Verdammten, was ist da drin? Da waren wir, da waren vor wir doch zwei vorhin Folgen. Ja. Hä, in dem da Haus hier? Stimmt, Frau ja, von Hedwig. Genau, stimmt. Gerecht. Also nicht gerecht, sondern gekillt. Gerochen. Geschreddert. So, wir lassen uns vom Fährmann übersetzen. Alter! Dann setz uns mal über. Wie bei Final Fantasy, oh yeah. Stimmt, müssen wir jetzt pro Nase Gil bezahlen? Johannes, du müsstest den ansprechen. Hab ich doch. Bleib geschmeidig. Ja. Jetzt aber es fehlt doch jemand. Ja, wir sind nur zu zweit hier. Ah, da kommt Mike. Ich bin doch da. In Wartham. Und Romans Begleiter ist auch schon da, aber Roman noch nicht. Roman nicht. Ah, jetzt. Ja, der war schneller da. Ja, hier sieht man schon, das Dorf wurde vermutlich angegriffen. Ja, von den Fanatikern, die wir totprügeln. Ja. Wir werden uns unheimlich rächen. In welchen Namen denn? In wessen Namen? Naja, im Namen der Gerechtigkeit. Genau. Im Namen der genau Ernten. Das war's. Im Namen der Bauern. Hä, wo sind wir jetzt runter, oder? Naja, einfach ein paar Verprügel so ein Rundweg. Von denen. Gibt alles Erfahrung. War so, glaube ich, schon hier unten. Bom, erstmal eine Glocke auf den Dates. Hier ist ein Hund, ein Buch. Ein Hundebuch. Wie kannst du den Hund mit dem Buch verwechseln? Weiß auch nicht. Autokorrekt wieder, ja. Schön. Ich weiß nicht, was hier passiert, wenn ich R2 drücke. Ist irgendwas anderes. Was machst du? Warte, ich guck mal, was du angelegt hast. Mann, Johannes. Der hilflose Hannes. Guck mal, jetzt wedeln noch andere Kugeln. Was ist denn das? Alter, übelst die vielen Kugeln, die er hat. Na, das, ja. Das ist Sturmrüstung, oder? Was hast du da noch? Hannes hat einfach mal 1000 Kugeln inklusive. Erzeugt der 4 arkane Kugeln, die euch umkreisen. Gegner, die ja, sich ja nähern, erleiden pro Kugel 2. Nee, du hast für arkane Kugel die. Arkaner Orbit. Genau, deswegen hast du jetzt die Kugeln um dich drum rum. Also, wenn jetzt Gegner an dich rankommen, explodieren werden die angegriffen. Also, ja, kann ich damit gar nichts werfen, ich verstehe. Richtig. Gut. Jetzt quasi eher defensiv. Johannes, Hausaufgabe fürs nächste Mal: kenne deine Fähigkeiten. No, your ability. Lauf einfach in alle rein. Genau. Aber guck mal, jetzt hast du nur noch eine Kugel von denen. Die hören ja dann irgendwann auf. Ja, die werden wahrscheinlich irgendwann dann wiederkommen. Das gefällt mir nicht. Ich möchte lieber schießen. Aber du solltest jetzt das nicht im Kampf machen. Doch, hab ich gemacht. Magda hat gerade wieder ihre Verbündeten gerufen. Nur lächerliche Quatscher. Urzel Mordreck? Dunkle Fanatiker. Ja, der ist kein lächerlicher Quatscher, der ist nämlich der dunkle Hierophant. Hierophant. Urzel. Wir machen dich weg, Urzel. Nimm meinen Twister. Richtig, mitten reingelaufen. Oh, Achtung, Explosion! Fuck! Schnell weg! Jo. Da müsst ihr aufpassen. Aber hier sind noch Eliten gespawnt. Das ist bei Gegnern, die unten den Status geschmolzen haben. Die explodieren, ja, wenn man sie getötet hat. Sieht man da so einen Kern, der immer weiter darum sich zusammenzieht und dann. Drück Newton! Das war doch, ja, und dann guck mal weiter. Mann! Mike! Ja? Mute gefälligst! Ach so, ja. Als ich letztes Mal gemutet hab, hab ich geleckt. Das glaube ich nicht. Das ist mir egal, was du machst, während du mutest. Nicht zum Glück schlecht hast du dabei gemutet. Los, wir müssen in die brennende Kirche rein. Also ich hab den Keller. Ich hab den Brechtzorn bekommen.
Da brecht so. Ich hab den problematischen Sucher. Whatever that means. Was hier in die Kapelle soll ich? Gut. Ja, ich auch. Was habt ihr was bekommen da draußen? Ja, ich hab hier überhaupt nicht. Ja, das war eine Bergbelohnung. Achso, hier unten liegt das dritte Teilstück. Ja. Ich hab die Apex-Handlung bekommen. Verdammt, es ist nicht hier. Apex? Nein. Nein, mag da schon wieder. Nein, warum? Ach, deine Mutter. Erstmal alles zerstören. Der Barbar muss erstmal alles Wissen zerstören. So, also Magda hat uns hier nur beschäftigt, ist jetzt nach Neutristram und hat sich Lea, Kane und die drei Bruchstücke geschafft. Also sollten wir jetzt schleunigst. Alter, hier rein, ja. Schnell zurück. Nee, einfach auf dem Stadtportal. Neutristram. Wir müssen den Kane. So, raus. Lasst uns schnell reinstürmen, bevor noch was Schlimmes passiert. So nehme ich. Alle annehmen. Ich hab angenommen. Alle. Katzin. Aber in-game. Nutze deine horadrischen Künste, ja. Da liegen übrigens die Schwertstücke unten links. Ich seh's. Schaft. Griff. Die Kane eigentlich Klinge. Zusammensetzen soll, also dazu gezwungen wird sozusagen. Ja. Was ist der Fremde? Der Fremde. Ja, der ist auch irgendwie gerade im Beinzauber. Nein! Oh, bam. Wie ab sie geht! Ja, die übelste Atomexplosion. Super Saiyan-Woman. Guck mal, die Magda wird übrigens keine eigenen Flüge, sondern die Viecher krallen sich an ihr fest. Und diese Kackmotten. Kackmotten? Die Travas. Du darfst nicht sterben. Nein, Onkel Kane. Onkel Deckard, meine ich. Eben. Onkel Kane. Michael Onkel Deckard Kane. Krass. Alter, ich will das zusammen. Haben. Zack. Kann ich das haben? Nein. Du kannst dich ja mal mit dem Fremden darum streiten. Aber der Fremde aus. Soll ja jetzt durch das zusammengesetzte Schwert seine Erinnerung wiederbekommen, damit wir wissen, wer er ist. Naja, es steht ja schon da. Das ist ein Schwert eines Engels. Ah! Richtig. Bei mir steht das aber nicht da. Bei mir steht nämlich kein Text da. Ah, das ist keine Untertitel. Deswegen erzählt das alles nach. Richtig. Gut, oder? Ziemlich. Kane ist gestorben. Verdammte Axt. Was hat denn der Daniel für ein Prügel? Oh, voll den Fuchsschwanz mit Dorn. Das ist der Brechtzorn. Ach so. Ein seltener Zweihandpflegel. Wie saß denn dann in einer Hand? Weil ich eine passive Fähigkeit habe, mit der ich Zweihandwaffen in einer Hand tragen kann. Du Spaß, Junge, du ich kann Pflegel. Das nicht. Geil, ich habe das auch. Ich habe einen Zweihandhammer. Oh. Jetzt ist er weg. Ich habe einen Zweihandhammer. Voll gut für Magierin. Ich lasse den mal fallen. Guckt ihn euch mal an. Ah, ich bin Mike. Ich hab's nicht. Daniel, Mike, ich nehm's, hey, Daniel hat's, nicht ich. Ich brauch's gar nicht. Ich hab eh legendär. Na komm, nimm's, Mike. Ich will den Schrott nicht. So, weiter geht's, Leute. Lea ansprechen. Wir müssen in der Story vorankommen. Du sagst mir gar nichts. Du sagst mir überhaupt nicht, was abgeht. Sag ich dir auch nicht. Ich muss erstmal den problematischen Sucher anlegen, da habe ich eine fette Superarmbrust. Geil. Wie dumm. Schön aus der Hüfte mit der Armbrust. Was ist denn los mit euch? Alles gut. Das hat ja doch jemand diesen Hammer aufgehoben, hä? Ich nicht. Ich auch nicht. Dann hat ihn wahrscheinlich die Zauberin unter ihrem Wams versteckt. Aber das Schwert wird sein Gedächtnis wiederherstellen. Als meine Macht mich überkam, konnte ich kurz Magdas Gedanken lesen. Magda ist ins Hochland geflüchtet. Da müssen wir sie jetzt verfolgen. Ihr solltet euch darüber im Klaren. Los, Männer und Frau! Dieser Mike, das ist unglaublich. Lass uns losstürmen. Mann, der ist halt spitz.
Wer spielt? Mike ist Junge, spielt. Ich stehe auf Frauen, akzeptiere das. Achso, na gut. Dann gehe ich zu Daniel. Wo soll ich jetzt hin? Wo wir auf hin müssen. Wieder in den Keller der Kapelle von Warfam. Richtig. Geh nur mal einfach. Wir sollen durch die... Das heißt Wartham. 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 Wir sollen... Hamburger. Sehr witzig, ich hau mit der Armbrust zu. Sind nur kleine Pfeile am St. Zauberst ja quasi, deswegen wedelt die so mit der. Ja, mit der Armbrust. Wedel. Ja, wir sollten ja Magda verfolgen, die ins Hochland geflüchtet ist, und deswegen müssen wir durch die Höhlen von Arané. Oh oh, das hört sich schon nicht gut an. Die Höhlen von Achne. Ach, dumm, das ist eine Zweihandwaffe, voll unklug. Na, echt mal, du Spacken. Warum? Das macht doch beim Zaubern eh nichts. Hat aber nicht seinen Blubberblasen. Ja doch, er hat einen langsamen Angriffs, Angriffsgeschwindigkeit. Ja, aber macht einfach nur Hardcore-Schaden. Ich, ja, aber ich will aber meine Blubberblasen. Ach so. Tja, und hier sind schon die ersten Spinnenviecher. Cool, Mann. It's cool, man. So. Schon wieder weggemetzelt. Alles ist immer der Feind hier. Alles muss platt gemacht werden. Bam. Flachs. Was ist denn hier unten der Typ? Der verrückte ist Einsiedler. Das ist nicht so gut, verrückt. Mit dem können wir mal sprechen. Der sieht aus wie Roman. Der ist nur auch einfach ein Mönch. Ja, genau. Wie willst der verrückte Dürre? Einsiedler ist quasi von der vom Orden. Spricht von seiner Königin und für die macht er alles. Und dann vielleicht treffen wir die ja unterwegs noch. Was das wohl für die Königin ist? Arané. Ja, wir suchen ja auch ihre Kammer. Es wird genau. Ja wohl keine Spinne sein. Oder ja, was? Mike, das ist Arkan. Wo? Ich hoffe, du siehst es gleich. Noch spawnen. Ach, da! Nicht. Jetzt! Ah. Diese Kugeln da und dann schießen die Laser, alles klar. Richtig, jetzt sehe ich's eindeutig. Du darfst nicht in den Lasern stehen. Boah, ein legendärer Ring. Und das geht immer so rundrum, ja? Ja. Oh, oh. Mein Controller ist da. Warte schon kurz, wieder. Ich muss einen Ring identifizieren. Identifizieren. Ach, Leorix Siegelring, Klassiker. Alter, vor das Leorix Set. Ist das ein Set, ja? Nee, ist kein doch Tritt. Ruhig. Ich habe jetzt auch für Provokation die Rune flieht, ihr Narren. Habe ich irgendwo schon mal gehört. Sag bei Herr der Ringe Gandalf. Nein, nicht da. Nein. Flieht, ihr Narren. So. Wo ist die Königin, Spinne? Gemütlich hier unten. Wo ist die Königin? Ja, so schnell geht's ja nun auch nicht. Aber hier werden immer mehr Eier. Eiersack. Mach doch mal die Eiersäcke platt. Vielleicht gibt's was Leckeres. Können wir ein bisschen Spinnenrührei machen. Lecker. kann doch gut schmecken. Weiß. Ja, probier's doch mal mit deinen Kindern aus. Ich zeig dir mal so ein großes Spinnenei. Die Menge macht's. Ja, genau, stimmt. Die Menge macht's. Du musst nur woher mal richtig reinlangen. Hä, hey, wieso einfach ankommt? Ein Bett aus 40.000 Spinneneiern. Das wird nicht reichen. Ja, wahrscheinlich. Das wird nicht reichen, glaube ich. Das heißt wahrscheinlich irgendwie auf einen kleinen Löffel. Naja, es kommt halt sicherlich auf die Spinnenart an. Na? No. Ah, eklig, Spinnen sind scheiße, einfach mit einem Hammer draufhauen. Scheiß Spinnen, alles kacke, töten. Voll der Anti-Spinnen-Mensch. Ja. Roman ist Anti-Spider-Man. Ich bin der Anti-Spinnen-Mensch. Geil. Ich bin der Anti-Spinnen-Mensch. Ja, mach denn immer diese coole Bubble hier. Ach du Johannes, machst Johannes du die nicht? Sie. Zeit ja, ich mach immer alle langsam. Dass ihr mehr Zeit habt zum draufhauen.
Hallo. Das machst du aber schön. Wie in echt. Das ist genau, eine beruhigende Wirkung. Genau, wir hauen immer auf alles drauf, wo du hinzeigst. Oh, diese fette Glocke. Aber ich war auch gerade langsam, Johannes. Das kann aber Sinn sein, ne? Das passiert auch nicht. Das waren die Spinnennetze. Das war der Leck. Was, der Motor leckt. So klang das gerade. Getötet. Bei mir steht nur 22. Ja, weil du, du hast nicht so viele gekillt. Oh ja, hier. Was? Oh ja. Elite. Gelbe Superspinne. Krimi-Kuh. Hallo, die kreisen mich ein und sind dumm. Aufpassen, Schänder, dir verderben den Boden, wenn da so Lava ist. Da sollte so nicht drinne stehen. Ah, ja. Also Mike, du solltest dich bewegen. Leute. Hab doch noch volles Leben, Mann. Schänder des Todes. Hab doch noch volles Leben. Mann. Du bist voll, Junge. La 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 la. Und da wieder Spinnen, jede Menge Spinnen. Hey, da ist ein Spinnenweb. Eine. Die einzige. Die Urspinnenwebe sozusagen. Jetzt müssen wir mal Erfahrungsdingsbums, da müssen wir mal Reflexion. Jetzt müssen wir diese Sequenz aus Spongebob einführen. Ah, na egal. Wo Patrick die Spinnen im Schlaf zerhaut. Was, Patrick zerhaut Spinnen im Schlaf? Spinnen! Ja, er denkt, da wären welche, aber es sind gar keine. Ja, geil. Patrick ist übelst cool. Von Spongebob, genau. Ja. Spongebob. Wohin? Wohin lang? Da unten lang. Ja, so im Nordosten haben wir noch geklärt. Hier unten haben wir auch noch nichts. Oh, eine Riesenspinne. Das der Giftschleicher. Und tot. Weggemetzelt. Es ist ganz schön dunkel, muss ich feststellen. Das wäre doch auch cool, wenn man in so einer Fantasy-Welt leben würde und den ganzen Tag nur Abenteurer ist und irgendwelche Monster platt machen. Ja, aber man kann ja auch sterben. Ach Quatsch, du musst dann wirklich nur Heiltränke mitnehmen. Stimmt, das gibt's in unserer Welt ja nicht. Ja, aber du erlebst ja, du tötest ja Menschen nicht. Ja, aber du bist ja auch als Abenteurer viel stärker. Naja, ich bin schon zweimal gestorben oder so. Ja, aber nicht in real life. Weißt du? Mike war eine Katze und hat 9 Leben. Aber du hast ja jetzt im Rucksack auch nie einen Heiltrank. Das ist das Problem. Weißt du's? Ja, ich weiß es. Dein Schokotrunk zählt nicht. Ich hatte heute tatsächlich einen Schokotrunk mit. Geil. Schoko-Heiltrank, schon probiert. Schon probiert, Janis? Was denn? Schoko-Minze. Schokotrunk des Todes. Ich finde schon After-Aid-Scheiße. Möchte ich sowas gar nicht wissen. After-Aid ist ja auch eklig. Bin ich gar nicht. Oh, dieses Minzzeug ätzend. Minze und Schoko. Ja, soll so ja verrückte gut zusammen passen, Menschen. Aber... Was passt nicht gut mit Schoko? Mal so rumgefragt. Brei wird der Fenestrator. Matt! Das ist ein Defenestrator. Ein Penetrator. Ja, zum Beispiel Gurke passt, glaube ich, nicht gut mit Schoko zusammen. Ach, naja, Gurke ist doch so zurückhaltend. Naja, bei Epic Mealtime haben sie letztens Bacon mit Schokolade umzogen. Oh, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist Epic Mealtime ist ja kein Maßstab, was sinnvoll ist und was nicht. Es ging doch auch gerade nicht um sinnvoll. Und um Geschmack. Deswegen ist auch da der Name Epic dabei. Der Epic Meter hat auch nicht viel mit Geschmack zu tun. Weißt du's? Müssen wir mal machen. Echt mal. Wir haben noch eine Sonderfolge gesehen. Hallo! Wir haben es ja noch nicht mal geschafft, einen Alien Brain Hemorrhage zu machen. Doch, Hammer. Nur in schlecht. Das kann ich nicht akzeptieren. Als gültigen Versuch. Na ja, dann machst du Geburtstag. Akademische Gewandung. Mit richtigen Baileys. Sowieso. Und so, Barack. Leute, die Kammer der Königin erwartet uns. Will mal kurz was gucken. Ey, Hart. Ey, Hart.
Ich habe zwei Sockel auf meine Hose. Zwei Sockel auf der Hose. Können wir da jetzt rein oder was? Ja, warte doch mal. Ich muss mal kurz was identifizieren hier. Müssen das mal alle warten. Aschnagards Blutarmschien direkt anlegen. Oh, was cool, auch, hast du irgendwie mehr so Energie bringt. Bekommen. Cool. Ich habe coole blaue Hosen, guck mal, Roman. Ja, guck mal, stimmt. Guck dir mal meine schnieken blauen Hosen an. Die Bomberhosen. So, wollen wir? Los geht's. Ja. Besiegt die Spinnenkönigin. Nein, Johnny Hoops hat das Ereignis abgelehnt. Ist der dumm? Ich war im Menü, ich habe gesagt nein. Ach so. Schon wieder abgebrochen. Ich habe X gedrückt. So, jetzt sind wir alle drin. Los, das ist jetzt ein Boss, jetzt, ja? Endgültig. Yo, Bossy Time. Hilfe, oh. Ich bin hier gefangen. Das ist schrecklich. In diesem ekligen. Mach doch mal Platz. Wabernden Netz. Nein, du darfst nicht dahin. Oh nein. Nein. Jetzt sprich doch mal mit der. Die spricht doch schon, Roman. Roman, so. Die hat Text über den Kopf, den du nicht siehst. Stimmt, ich sehe keinen Text. Alter, da ist er. Yeah. Jawohl. Voll direkt einfrieren und scheiße. Und scheiße. Nicht voll kacken. Dann haut mal alle drauf hier. Das die Schattenweberin. Jawohl, ja. Oh, sie verschwindet. Nein. Verpiss dich, jetzt kommen kleine Spinnen. Kleine. Naja, kleine. Verhältnismäßig schon. Oh, gut, schlecht, okay. Schlechte vor allem. Hast recht. Schlecht. Hey, du bist voll die schlechte Spinne. Neulich beim Spinnenweihnachtsmann. Da warst du eine gute oder eine schlechte Spinne. Geil. Beim Spinnenweihnachtsmann. Meine acht Augen sehen alles. Ja, voll eingefroren. Genau. Hey, wer friert hier? Spinne. Wer friert? Nein, ich hab sie verlangsamt, du Nutzen. Ja, ich kann sie einfrieren mit meinem dritten. Geh doch mal aus das Grüne raus. Aus das Grüne raus. Du bist der Falsche, um zu sagen, um aus irgendwas rauszugehen. So, dann kommt sie wieder. Noch zweimal müssen wir sie runterhauen. Da, zack, verlangsamt. Hey, ich glaube, die haut mich nochmal ab. Meinst du nicht? Nein. Nein, nein. Ich bin für ja. Bitte hau ab, bitte. Bleib bitte. Hier, sei betäubt. Bitte hau ab. Nein. Nee, wir müssen sie einfach so lange bashen, dass sie nicht mehr abhauen kann. Naja. Die haut immer nur zweimal ab. Okay. Stufe 24. Alter, wie viel Loot. Oh, Alter. Nur gelbes Zeug, aber es ist trotzdem gut. Ja. Gelb und schick. Gut. So, schon wieder irgendwelche Runen, die ich nicht verstehe. Das gucken wir uns gleich erstmal an in der Pause. Was ist hier? Gifttasche. Ja, die musst du natürlich. Gifttasche. Giftlache heißt das Ding, Mann. Gifttasche. Bei mir stand da Gifttasche. Ja, natürlich. Na hier, der fette Kreuzritter stand davor, ich hab nur die Hälfte gesehen. Du hast die nordkoreanische Version, da stand natürlich Gifttasche da. Diablo-Lei. Nordkoreanische Version. Vielleicht stand auch Kims Asche da, das wissen wir nicht. Kim Tasche. Kim Jong 3. Darüber als Propaganda-Banner und Statuen. Propaganda-Style. Nicht schlecht, Roman, Mensch, ja. Mensch, du, Mensch. Kennst Mensch, du das nicht? Wer ist denn das jetzt, Carina? Kriegst du überhaupt was mit? Die war die ganze Zeit in dem Netz. Stimmt, ja, stimmt. Die haben wir gerade befreit. Das sah nicht schlechter aus. Okay, als nächstes müssen wir also zu Leorix Anwesen. Aber das wahrscheinlich ist in der nächsten Folge, oder Johannes? Das ist vollkommen richtig, Roman. Sehr gut. Aber lass doch die gute Frau erst noch aussprechen. Ja, drück einfach Kreis. Deine Mutter drückt Kreis. Wir werden so richtig super, so super Abenteurer. Lass sie mal reden, jeder macht irgendwas. Der eine kramt in der Tasche, der eine. Wir rollen in der Gegend rum. Ja, genau. Der dritte beamt schon mal ins Dorf zurück. Und Mike stirbt. Und Mike stirbt. Geht's jetzt ins Dorf zurück oder was? Stein. Können wir. Wir können gut. Auch hier beenden. Tschüss. dieser dumme Mike. Tschüss, Mike. Tschüss, Mike. Hau rein.